da, 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 da. Sie haben das Ende des Internets erreicht. Nö, das Ende dieses Prozesses. Wir füllen jetzt das Würzfleisch ab. Scheiße, die Schüsseln sind alle. Was nehmen wir da? Wir gucken im Kühlschrank nach. Wir nehmen diese Tasse. Würzfleisch. Gelbe Käse, den mein Sohn übrig gelassen hat. Tüte geh auf. Tüte wehrt sich. Und jetzt einfach in den Grill. Es zieht sich. Er toastet. Aber nach einer gewissen Zeit sollte man nur noch den Toast dazulegen. Guten Würzfleisch gehört natürlich das perfekte Geschirr, was wir natürlich nicht haben. Nur da die Tasse dann elendig heiß sein wird, nehmen wir einen Teller darunter. Ach ja, die Zitrone haben wir schon da gelassen. Und wir brauchen. Das hat der Robert geklaut. Nein, hat er nicht. Eine Flasche Würzfleisch. Ein Viertel von einer Zitrone, ja, Haushalt. Und da tun wir dann das Fleisch drauf. Wobei der vielleicht zu klein ist für den Toast. Sie haben gesehen, ob da eine gar keine Teller drin sind, die werden gerade abgewaschen. Ja, den nehmen wir.
Für den sicheren Transport haben wir ein edles Serviertablett. Dann empfiehlt man als Besteck eine kleine Gabel, einen kleinen Löffel. Und in der Zwischenzeit wird unser zauberhaftes Würzfleisch, es sprudelt und brudelt, fertig sein und auch der Toast. Jetzt ziehen wir uns den heißen Handschuh an. Sie sehen, der passt. Die Frage, wie fasst man damit eine Tasse an? Der Ofen geht auf. Und das Würzfleisch ist fertig. So sieht ein Würzfleisch aus. Zack. Kann schon wieder aus. Das Toast dazu. Eins. Zwei. Drei. Und vier. So, Olaf hat gekocht. Teil 24 ist hiermit zu Ende. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wiedersehen.